Jetzt kommt die Gretchenfrage, die ich immer stelle. Wie hat Ihnen denn der Roman gefallen? Wer ihn gelesen hat, aus dem Bauch raus? Hat es Freude bereitet? Haben Sie gern gelesen? Sind Sie dran geblieben? Hat Sie es gelangweilt? Fanden Sie, es passt nicht mehr in die Zeit? Hatten Sie das Gefühl, der Wilhelminismus ist für mich ein Thema, das liegt lange zurück, das interessiert mich nicht? Was würden Sie sagen? Okay, also Sie haben es gehört, er ist kein Sympathieträger. Er ist ja der Vorgänger vom Untertan. Wie Sie alle wissen, Heinrich Mann hat 13 Jahre später den Untertan geschrieben, den berühmten Dietrich Hässling erfunden. Und auch der ist ein widerlich interessanter Typus, wie es heißt, eines Untertanen. Und genau den haben wir hier auch vor uns. Und Sie sagen, und das verstehe ich sehr gut, Sie mögen sich nicht mit ihm die ganze Zeit auseinandersetzen. Wir werden später noch darüber reden, ob wir nicht auch ein bisschen Mitgefühl für ihn entwickeln können. So wie sein Antipode im Buch, der Student oder respektive Schüler Lohmann, der ja sagt am Ende, er hatte Mitleid mit ihm. Und da war auch so ein ganz zartes Gefühl, so eine Annäherung, wie er es nennt, von Sympathie für ihn. Diesen einsamen Allerweltshasser. Also ich höre schon, so der ganz große Renner war es nicht, das Buch zu lesen. Ich hoffe, dass Sie am Ende das Gefühl haben, es hat sich aber doch gelohnt, es zu lesen und darüber zu sprechen. Zur Entstehungsgeschichte möchte ich Ihnen mal ganz kurz etwas vorlesen. Heinrich Mann schreibt es im Theater in Florenz, respektive er schreibt es in sein Tagebuch. Es betrifft einen Besuch im Theater in Florenz. Da sagt er, das erste Mal erfuhr ich von Dingen, die dort vorgehen, als ich gerade in Florenz im Theater saß. Während der Pause wurde im Zuschauerraum eine Zeitung verkauft. Darin fand ich eine Nachricht aus Berlin von einem Professor, den seine Beziehungen zu einer Dame vom Kabarett auf strafbare Abwege gebracht hatten. Kaum hatte ich die wenigen Zeilen gelesen, da standen auch schon vor mir die Gestalt des Professor Unrat, die Gestalt seiner Verführerin und sogar der Schauplatz ihrer Wirksamkeit, der blaue Engel. Sie hören also, diesen Professor gab es wirklich. Er hieß Moritz Meyer, er war ein Volkswirtschaftler und er ist genauso wie unser Unrat durch, bei ihm waren es Bankgeschäfte, aus dem Job herausgeflogen, er hatte kein Geld mehr, er ist einer Dame verfallen und es gibt wirklich bis in die Details hinein Ähnlichkeiten. Auch er beispielsweise hat sich ins Bett zurückgezogen, konnte man lesen, wenn der Gerichtsvollzieher oder die Gläubiger an der Tür standen. Und auch er hat diese rauschenden Feste gefeiert. Und er schreibt weiter, ich kannte ihn vom ersten Augenblick an ganz. Er und sein Schicksal waren nur noch auszuarbeiten und hinzuschreiben. Sie waren mir erschienen, ohne dass ich sie erdacht hatte. Eine zufällige Nachricht hatte sie herbeigerufen und eine Vision hatte sie mir vorgestellt. Also Sie merken, dieser Professor Unrat ist keine Erfindung in dem Sinne, sondern es gab eine reale Person, nach der Heinrich Mann diesen Roman geschrieben hat. Der Erfolg, der war so, naja. Als aber 13 Jahre später der Untertan erschien, 1918, nach dem Ersten Weltkrieg, da wurde dieser Roman über Nacht berühmt. Und er ist das heute meistgelesene Werk von Heinrich Mann und auch in unglaublich viele Sprachen übersetzt. Das nur mal so zu der Entstehungsgeschichte. Und bevor wir im Anfang des Textes einsteigen, möchte ich Ihnen mal so ein Amuse-Gueule geben. Das ist auf der Seite bei mir 54. Da heißt es über unseren Unrat. Er war arm.
unerkannt. Man wusste nicht, welche wichtige Arbeit er seit 20 Jahren förderte. Er ging unansehnlich, sogar verlacht unter diesem Volk umher. Aber er gehörte seinem Bewusstsein nach zu den Herrschenden. Er gehörte seinem Bewusstsein nach zu den Herrschenden. Kein Bankier und kein Monarch waren an der Macht stärker beteiligt, an der Erhaltung des Bestehenden mehr interessiert als Unrat. Er ereiferte sich für alle Autoritäten. Und etwas weiter heißt es, aber als Tyrann wusste er, wie man sich Sklaven erhält, wie der Pöbel, der Feind, und das sind die 50.000 aufsässigen Schüler, die ihn bedrängten, zu bändigen waren. Hier haben wir zwei Dinge schon mal vorab klargestellt. Wir haben es mit einem Mann zu tun, der bis ins Mark hinein autoritäre Strukturen verinnerlicht hat. Und wir haben es mit einem Mann zu tun, der ein Feindbild hat. Und das sind die Schüler. Fatalerweise ist er der Lehrer dieser Schüler, was dem Ganzen jetzt nicht gut tut, um das mal vorsichtig auszudrücken, weil, wie Sie alle wissen, ein Lehrer sollte am Wohl der Schüler interessiert sein. Unser Unrat, wir werden es noch genauer lesen, ist genau das Gegenteil. Er ist daran interessiert, seine Schüler durchfallen zu lassen, fertig zu machen. Der erste Satz, da er Rat hieß, nannte ihn die ganze Stadt Unrat. Sie merken, der Fokus im Roman liegt auf ihm und auf der Verunstaltung seines Namens, die natürlich wiederum was über ihn aussagt. Nomen est omen. Da heißt es auf der zweiten Seite, und Sie merken, wie grotesk, wie komisch, wie satirisch, wie karikaturhaft Heinrich Mann uns diese Hauptperson, diesen Antihelden hier beschreibt. Sein hölzernes Kinn mit dem dünnen, grau-gelben Bärtchen daran klappte herunter und herauf. Er konnte dem Schüler, der geschrien hatte, nichts beweisen und musste weiterschleichen auf seinen mageren, eingeknickten Beinen und unter seinem fettigen Maurerhut. An der Beschreibung allein merken Sie schon, das hölzerne Kinn. Lohmann wird ihn später auch den hölzernen Hans Wurst nennen. An dieser hölzernen Beschreibung merken Sie, dass dieser Mensch in die Nähe einer Marionette rückt. Einer fremdgesteuerten, von außen im Grunde genommen, wie ferngesteuerten Figur. Auch das hölzerne Kinn, später heißt es mal, das wie auf Schienen lief. Also er hat gar nicht die Möglichkeit, die Freiheit selber zu sprechen. Auch das wird mehr oder weniger von außen manipuliert. Das also der Einstieg. Später werden wir hören, vielleicht erinnern Sie sich, dass er mal verheiratet war. Ganz wichtig, weil deshalb hat er einen Sohn. Einen Sohn, mit dem er aber keinen Kontakt pflegt, weil er ein missratenes Kind ist, was bei diesem Vater und bei der Mutter, von der wir hören, dass sie sehr streng war und sehr knorrig und knochig, ja, dass da eigentlich fast vorauszusehen war, dass da etwas rauskommt, was nicht ganz so gelungen ist. Er hat sie geheiratet, warum? Weil sie Geld hatte und ihm das Studium finanziert hat. Mehr erfahren wir nicht. Die Frau ist mittlerweile tot und Unrat lebt seit vielen Jahren allein, ist seit 26 Jahren Lehrer. Das erfahren wir alles auf der ersten Seite. Und auf der zweiten Seite kommt sofort das Dreigestirn ins Spiel, das wie ein roter Faden durch den Roman sich zieht. Und das sind im Grunde genommen drei Vertreter der verschiedenen Stände. Da haben wir Kieselack. Sie wissen, das ist der, der dem kleinen Bürgertum zugeordnet ist. Der Vater ist Arbeiter, er trinkt sehr viel, er hat den Sohn abgegeben, er wird bei der Großmutter groß.
Kieselack ist derjenige, der abstürzt im Buch. Kieselack wird, weil er im Grunde genommen ein Opportunist ist, weil er Menschen verrät, weil er immer nur sich im Blick hat, seinen eigenen Vorteil, wird er in Unehren aus der Schule entlassen und er landet am Ende als Bierkutscher. Aber er hat das letzte Wort im Roman, interessanterweise, weil er ist derjenige, der ganz zum Schluss nochmal ruft, dass Unrat in der Luft ist. Also das ist Kieselack. Dann haben wir den plumpen Landadligen von Erzum. Sie erinnern sich, es heißt, er hat ein Gesicht wie ein besoffener Mond. Klingt jetzt auch nicht so ganz charmant. Was ist zu ihm zu sagen? Er liebt Rosa Fröhlich. Er möchte mit ihr durchbrennen. Er möchte sie heiraten. Er ist hin und weg von dieser Frau. Er betet sie an. Im Gegensatz zu Kieselack, der mit ihr schon geschlafen hat. Was aber keiner weiß. Kieselack ist derjenige, der es geschafft hat. Und wir werden nachher noch ganz kurz über die Liebe dieser drei Männer sprechen, respektive die Auffassung von der Liebe, die sie haben. Der dritte im Bunde ist Lohmann. Er gehört zum Großbürgertum. Und wenn Sie sagen, der Held hat Ihnen nicht gefallen, es ist Ihnen schwer gefallen, dran zu bleiben an ihm, über Lohmann könnte man doch immer zulesen, oder? Lohmann ist schön, Lohmann ist gebildet, Lohmann ist jung, Lohmann hat geschmeidige Art, sich zu bewegen, gefeilte Fingernägel, schreibt Gedichte, steht vor Türen, die er nachts küsst, weil die Sehnsucht ihn dazu treibt. Er ist im Grunde genommen ein Abbild von Heinrich Mann in jungen Jahren, ein Ästhetizist, ein Heine-Liebhaber. Also da hat Heinrich Mann sich ein Stück selbst verewigt. Von Lohmann wird auf jeden Fall noch zu sprechen sein. Wir haben von diesem eckigen Kerl gehört, es heißt auch immer, er springt eckig, der eckige Sprung vor seiner Klasse. Die Schüler selber, wie nennen sie ihn? Überhaupt kein Kompliment, sie sagen, er ist ein gemeingefährliches Vieh, das man leider nicht totschlagen kann. Das ist harter Tobak. Sie haben vielleicht gemerkt, die karikaturhafte Darstellung unseres Hauptdarstellers geht bis in die Sprache hinein. Der benutzt so komische Füllwörter. Und wir lesen jetzt mal ein Stück, da kommen die wunderbar zur Geltung. Dieses aufgepasst jetzt oder gewiss denn auch, nun freilich, all dieses, was er wieder und wieder formuliert. Da heißt es, es geht um Hass. Stille. Und Sie von Erzum, merken Sie sich, dass Sie nicht der Erste Ihres Namens sind, den ich in seiner Laufbahn, gewiss nun freilich, betrachtlich aufgehalten habe und ich Ihnen auch ferner Ihrer Fortkommen, wenn nicht gar unmöglich machen, so doch wie seinerzeit Ihrem Onkel, wesentlich erschweren werde. Sie wollen Offizier werden, nicht wahr, von Erzum? Das wollte Ihr Onkel auch. Weil er jedoch das Ziel der Klasse nie erreichte und das Reifezeugnis für den einjährig freiwilligen Dienst, aufgemerkt nun also, ihm dauernd versagt werden musste, kam er auf eine sogenannte Presse, wo er jedoch ebenfalls gescheitert sein mag, sodass er endlich nur infolge eines besonderen Gnadenaktes seines Landesherrn, doch nun immerhin den Zutritt zur Offizierskarriere erlangte, den er dann aber, scheint es, bald wieder unterbrechen musste. Wohlan, das Schicksal Ihres Onkels von Erztum dürfte auch das Ihrige werden oder doch dem jenes sich ähnlich gestalten. Ich wünsche Ihnen Glück dazu von Erzum. Mein Urteil über Ihre Familie von Erzum steht seit 15 Jahren fest. An diesem Stück merkt man sehr schön die Sprache dieses Mannes, die also von Lebendigkeit oder Natürlichkeit überhaupt nichts macht. Und dass er später sagen wird, der Erzähler, sein Tag war aus den Schienen geraten, ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie unser Mann im Grunde genommen auf Schienen agiert. Der ist überhaupt nicht in der Lage, in irgendeiner Weise frei und selbstbestimmt zu agieren. Man hat das Gefühl, alles ist schon im Vorfeld
für ihn bestimmt. Und er ist so, ja, eben wie so eine Reproduktionsmaschine, aus der das rauskommt. Und dieser Hass, von dem wir hier hören, da könnte man ja schon sagen, das ist das, was man einen transgenerationalen Hass nennt. Das ist nicht nur der eine Schüler, das ist die ganze Familie. Also, er hasst sie alle. Und jetzt gucken wir mal, was die Schule für ihn bedeutet. Und das ist auf Seite 16. Was in der Schule vorging, hatte für Unrat Ernst und Wirklichkeit des Lebens. Trägheit kam der Verderblichkeit eines unnützen Bürgers gleich. Unachtsamkeit und Lachen waren Widerstand gegen die Staatsgewalt. Eine Knallerbse leitete Revolution ein. Ein versuchter Betrug entehrte für alle Zukunft. Also Sie merken, die Schule ist für ihn im Grunde genommen eine Miniaturausgabe des autoritären wilhelminischen Staates. Und was er von seinen Schülern fordert, ist absolutes Pflichtbewusstsein, Gehorsam, ne? Prinzipientreue, nichts anderes. Auf der anderen Seite heißt es, und das ist interessant, die Schule endete für ihn nicht mit der Hofmauer. Sie erstreckte sich über die Häuser ringsumher und auf alle Altersklassen der Einwohner. Also wir merken, dieser Hass, das ist wie diese konzentrischen Kreise, wenn sie einen Stein ins Wasser werfen, dieser Hass, der zieht förmlich Kreise. Überall saßen störrische, verworfene Burschen, die ihr's, wie er es ausdrückt, nicht präpariert hatten und den Lehrer befeindeten. Ein neuer, noch ahnungslos, bei dem zu Hause ältere Verwandte über den Professor Unrat gelacht hatten. Und jetzt kommt ein sehr interessanter Zusatz. Wie über eine Jugenderinnerung von freundlicher Komik. Also diese angeblichen Feinde, die er da noch in historischen Generationen sieht, die gibt es überhaupt nicht. Weil die Menschen, die ihn erlebt haben und mittlerweile alt geworden sind, für die die Schule lange schon Vergangenheit ist, die lächeln über ihn und haben vielleicht sogar ihn als eine ganz, sagen wir mal, faszinierende Jugenderinnerung abgespeichert. Aber er nicht. Zu Ostern in Unrats Klasse gelangt war, also diese Neuen, konnte sich bei der ersten falschen Antwort anfauchen hören. Von ihnen habe ich hier schon drei gehabt. Ich hasse ihre ganze Familie. Also Sie merken, der gesamte Einstieg ist fokussiert auf das Thema Hass, Menschenfeindlichkeit. Wir haben es wirklich mit einem Misanthropen par excellence zu tun. Und jetzt kommt Lohmann ins Spiel. Und er ist das Hassobjekt erster Ordnung. Alles Unheil, heißt es, kam von Lohmann. Weiß einer von Ihnen, was Lohmann als Allerschlimmstes auszeichnet? Dass er Unrat nicht bei seinem Namen nennt. Ne? Genau. So, jetzt gucken wir uns Lohmann noch mal kurz an, weil er hier beschrieben wird. Ein Mensch mit schwarzen Haaren. Eine schwermütige Strähne hat er vorne. Er hatte die Blässe Luzifers und eine talentvolle Mimik. Er machte heinische Gedichte und liebte eine 30-jährige Dame. Das ist die Frau des Konsul Bredpot. Und wir hören später, dass diese Dame letztendlich nah an der Dirne ist, weil es gibt verschiedene Liebhaber, zwischen denen sie variiert, und woher das Kind kommt, das sie später zur Welt bringt, ist nicht so ganz klar. Aber er liebt sie, und für ihn, der diese Sehnsuchtsgedichte schreibt, der später den Professor Unrat fragen wird, wissen Sie eigentlich, was L'art pour l'art ist, also Kunst um der Kunst willen? Er ist voll und ganz Ästhet und er liebt die Sehnsucht, die er empfindet, wenn er die Gedichte an diese Geliebte schreibt. Aber
als Ästhetizist, das können wir auch sagen, ist es ihm letztendlich egal, für wen er Gedichte schreibt. Weil er schreibt ja auch für unsere Rosa Fröhlich etwas. Wichtig ist allein das Gefühl. Das Gefühl, das ihn dazu bringt, Gedichte zu schreiben. Das Objekt ist nebensächlich. Also, er konnte der Schule wenig Aufmerksamkeit gewähren. Klar, der hat anderes zu tun. Der liest andere Bücher, der schreibt Gedichte. Deshalb ist er schon mehrfach sitzen geblieben. Das ist jetzt etwas unrühmlich. Und sitzt mit seinen 17 Jahren zwischen lauter 14- und 15-Jährigen. Er nennt ihn einen hölzernen Hans Wurst, wie ich schon sagte. Und er weiß, dass dieser Tölpel, wie er sagt, an einer fixen Idee leidet. Nämlich dieser Idee, dass die ganze Welt gegen ihn ist und dass er letztendlich alle vernichten muss. Unrat hasste Lohmann beinahe mehr als die anderen wegen seiner unnahbaren Widersetzlichkeit und fast deshalb auch, weil Lohmann ihm nicht seinen Namen gab, denn er fühlte dunkel, dass sei noch schlimmer gemeint. Lohmann vermochte den Hass des armen Alten beim besten Willen nicht anders zu erwidern als mit matter Geringschätzung. Ein wenig von Ekel beträufeltem Mitleid kam auch hinzu. Also Sie merken, dieser Lohmann, der lässt den im Grunde genommen abprallen an sich. Und jetzt kommt eine sehr schöne satirische Szene. Vielleicht haben Sie das wahrgenommen beim Lesen. Er stellt den Schülern eine unlösbare Aufgabe, unser Professor. Und zwar lässt er sie einen Aufsatz schreiben über Schillers Jungfrau von Orléans. Und die Aufgabe lautet, wie heißt die dritte Bitte des Dauphin? Und wenn Sie die Jungfrau von Orléans mal gelesen haben, dann wissen Sie, dass Johanna sich bei diesem Dauphin einschleicht, indem sie sagt, ich beweise dir, dass ich von Gott gesandt bin durch meine Hellsichtigkeit. Was soll ich sagen? Und der Dauphin sagt, sag mir, was ich gestern Abend im Gebet an Bitten gen Himmel geschickt habe. Und es sind zwei Bitten. Mehr nicht, zwei. Unrat fragt aber nach der dritten. Und wir hören, dass die ganze Klasse sich die Haare rauft und überlegt, mein Gott, was könnte es denn sein? Und dann auch etwas erfindet. Und nur unser Lohmann schreibt in Bezug auf Schiller, nein, in Bezug auf den Dauphin, was soll er also noch erbeten haben? Suchen wir nicht lange, er weiß es selber nicht. Johanna weiß es auch nicht und Schiller weiß es auch nicht. Also ganz wunderbar, wie er durch sein Wissen den Professor auflaufen lässt. Aber diese Szene, die kriegt noch im Grunde genommen also noch ein Höhepunkt hinzu, weil in dem Moment, wo unser Unrat sich maßlos ärgert darüber, dass der Lohmann das wieder gewusst hat, sieht er, da steht etwas geschrieben, da steht etwas gekritzelt. Und er überflog es und was kommt in sein Gesicht? Eine rosa Wolke. Und damit deutet unser Autor Heinrich Mann schon an, die rosa Wolke verweist auf die Rosa Fröhlich, die später kommen wird. Da steht etwas, was ihn unglaublich aufbringt. Er nimmt dreimal das Heft in die Hand, weil das immer wieder schnell weglegt. Und wir erfahren aber noch nicht, was denn geschrieben steht. Also so ein Spannungsbogen ist da. Und jetzt hören wir im zweiten Kapitel, was geschrieben steht. Ein Gedicht an die Barfußtänzerin Rosa Fröhlich. Ein Gedicht, was wahrhaftig ihr nicht gefällt, was, glaube ich, keiner Frau von uns gefallen würde, weil da heißt es, du bist verderbt bis in die Knochen, du bist eine große Künstlerin und kommst du erst mal in die Wochen. Und da bricht also dieser Erguss ab
Und man fragt sich als Frau wahrscheinlich als erstes, was soll das denn heißen? Was Rosa Fröhlich später auch sagt, was soll das denn heißen, kommst du erstmal in die Wochen? Ne? Also das ist das Gedicht, nicht besonders sinnlich und auch nicht besonders poetisch, aber unser Unrat ist wie entfesselt. Und er musste ausgehen, heißt es. Und jetzt, nach diesem effektvollen Szenenwechsel, rennt er durch die Stadt. Und wir hören, dass die ganze Stadt ein Kriegsgebiet für ihn ist. Überall lauert Verrat und überall lauert Gefahr. Und am Ende dieses Kapitels, das ist bei mir die Seite 45, hören wir nur von jungen Männern, die vorbeigehen und ihn von früher noch kennen, die sagen, er wird alt und immer schmutziger. Also das ist natürlich traurig und es sagt etwas über ihn aus. Die Jagdleidenschaft hört aber nicht auf. Im dritten Kapitel macht er sich erneut auf den Weg. Er geht, wie er selber sagt, verbotene Wege. Und Sie erinnern sich vielleicht, er sucht als erstes bei einem Schuster nach der Barfußtänzerin. Die Idee ist ja skurril, weil die keine Schuhe trägt, denkt er, müsste der Schuster sie kennen. Das ist jetzt dummerweise ein Herrenhuter, also ein pietistisch angehauchter Mensch, der über die Fleischeslust schimpft und gleichzeitig, und das ist wirklich komisch, das Fleisch im Namen trägt, weil er heißt ja Rindfleisch. Ne? Also es ist ein Herrenhuter Schuster, der ihm sagt, dass es nicht erlaubt ist, die Sache mit der Sinnlichkeit und der Sexualität einzig und allein, um dem lieben Gott mehr Engel zu machen. Das überzeugt unseren Mann jetzt auch nicht. Er rennt weiter und immer weiter. Zwischendrin, interessante Szene, geht er aber nach Hause. Und was macht er? Er schleicht sich an seiner Haushälterin vorbei, weil er Angst hat, dass sie mit ihm schimpft. Also so eine gewisse Feigheit wird ihm hier unterstellt. Aber es hält ihn nicht zu Hause. Er muss wieder raus. Er muss dorthin, wo er glaubt, dass er sie finden könnte. Und das ist natürlich das Hafenviertel. Und dort wird er auch fündig. Und da gehe ich jetzt mal bei mir auf Seite 60. Und das ist ein schönes Stück. Er ist merkwürdig angeregt, aufgekratzt, aus dem Häuschen gebracht. Noch hat er sie nicht, aber zwischen ihr und Unrat, der auf nächtlicher Streife hinterher schlich, war eine Art Verbindung hergestellt. Der Schüler Lohmann war das zweite Stück Wild, sozusagen Indianer von einem anderen Stamm. Wenn Unrat mit seiner Klasse auf das Schulfest zog, musste er manchmal Räuber und Soldaten spielen. Er stand auf einem Hügel, reckte die Faust gen Himmel und kommandierte, fest drauf jetzt nunmehr, und regte sich richtig auf bei dem folgenden Scharmützel. Und heute spielte Unrat wieder, Indianer auf dem Kriegspfad. Sie merken, das Wort Krieg ist für ihn auch ein ganz wichtiges. Er befindet sich im permanenten Kampf. Auf seinem Taschenspiegel steht Bellet geschrieben. Er ist ein Kriegsführender. Und jetzt kommen interessante Worte. Er spürt lüsterne Spannung, ein Abenteuer. Er spürt Herzklopfen. Und auf einmal steht er vor dem Haus. Ein weitläufiges Haus mit ungeheurem Scheunentor, wo über dem Bilde eines blauen Engels eine Laterne schaukelte. Unrat vernahm Musik. Die Arbeiter verschwanden im Flur, der eine sang mit. Unrat bemerkte im Eingang einen bunten Zettel und las ihn. Er zeigte eine Abendunterhaltung an. Und als Unrat in der Mitte war, stieß er auf etwas, das ihm Keuchen und einen Schweißausbruch verursachte. Er fing an, in der Furcht und der Hoffnung, sich geirrt zu haben, noch einmal von vorn an.
Auf einmal riss er sich los, und jetzt kommt ein schöner Satz, und stürzte sich in das Haus wie in einen Abgrund. Also wir merken schon, ne, ich habe es schon gesagt, lüsterne Spannung, Herzklopfen, Keuchen, Schweißausbruch, diese gesamte Suche hier, dieser gesamte Wahn, dem er erliegt, der ist natürlich rein sprachlich schon ganz stark sexuell konnotiert. Und er stürzt sich hinein wie in einen Abgrund. Und jetzt haben wir natürlich die Polarität der Schauplätze, das ist Ihnen aufgefallen. Da war die Schule, ne? Da war sozusagen die Pflichterfüllung, da war der Gehorsam. Und jetzt haben wir das Tingeltangel-Lokal, hier haben wir Ausschweifung und Zügellosigkeit. Und jetzt fragt er aber so ganz vorsichtig, er möchte doch so gerne die Künstlerin kennenlernen, muss ich denn dann da hinein? Also so richtig trauen tut er sich nicht. Ne? Aber er sucht natürlich immer noch diese drei Leute, diese drei Jungs. Und es passiert irgendwie, dass er in diesen Saal hineinkommt, ohne dass er das eigentlich so richtig merkt. Und auf einmal sitzt er drinnen. Und das ist jetzt ein sehr dramatischer Aufbau. Sogleich fühlte er sich in der Menge versunken, seiner drückenden Ausnahmestellung enthoben. Niemand achtete im Augenblick auf ihn. Die Musik war wieder losgegangen, seine Nachbarn sangen mit. Unrat putzte seine Brillengläser und trachtete, sich zurechtzufinden. Durch den Qualm der Pfeifen, der Leiber und der Groggläser sah er zahllose Köpfe, die alle die gleiche dumpfe Seligkeit besessen hielt, hin und her schwankten, wie die Musik es wollte. Sie waren von Haar und Gesicht brandrot, gelbbraun Ziegelfarben, und das Schaukeln dieser von Musik in das Triebleben zurückgebannten Gehirne, und jetzt kommt ein wunderbares Bild, ging wie ein großes, buntes Tulpenbeet im Winde durch den ganzen Saal. Bis es hinten im Rauch sich verfing. Da hinten durchbrach nur etwas Glänzendes den Rauch, ein sehr stark bewegter Gegenstand, etwas, das Arme, Schultern oder Beine, irgendein Stück helles Fleisch, bestrahlt von einem hellen Reflektor, umherwarf und einen großen Mund dunkel aufriss. Er sitzt hier also in dieser Menge, zum ersten Mal in solch einem Etablissement. Und er spürt die Wärme, er spürt diese dumpfe Seligkeit, wie es heißt, und er sagt, ne, dieses Tulpenbeet, wie diese Köpfe so hin und her gehen. Sie merken, er geht in dieser Gesellschaft, dieser Menschen, in dieser Situation wirklich auf. Er ist für einen Moment nicht mehr dieser vom Hass getriebene, dieser kriegsführende Herrscher oder Tyrann, sondern er wird hier ganz Mensch für einen Moment. Es löst sich etwas in ihm auf. So, und jetzt sagt man ihm, man soll das doch einfach mal ein bisschen genießen. Aber das kann er eben nicht so richtig, weil jetzt singt Rosa Fröhlich ein Lied. Ich kann das natürlich nicht so, aber er hat das so schön geschrieben, weil ich noch so klein und so unschuldig bin. Das singt sie. Und dabei, das erfahren wir später, hebt sie auch immer so ein bisschen den Rock hoch, wie so ein kleines Mädchen. Das ist ja für so ein Tingeltangel-Lokal wahrscheinlich der Renner am Abend, weil das Lied, das sie singt später, das Gedicht vom Mond, kommt ja so gar nicht an. Ne? Da trägt sie außerdem ein hochgeschlossenes grünes Seidenkleid. Das gefällt den Herren in diesem Etablissement auch nicht. Und sie singt immer wieder, dass der Mond da ist, bis sie alle brüllen, na ju, das wissen wir ja jetzt, Mädchen.
Und in dieser Situation, wo sie merkt, die Stimmung will so gar nicht mehr ans Laufen kommen, was macht sie? Sie singt wieder dieses Lied, weil ich so klein und unschuldig bin, hebt den Rock hoch und der Saal liegt ihr zu Füßen. Aber für unseren Unrat, der ja eben doch ein Mensch ist, der vom Geist gesteuert ist, der nur mit seiner Literatur, vor allen Dingen mit den großen Dichtern lebt, geht das ja gar nicht. Und da heißt es, Unrat erkannte dies als Blödsinn und hielt es zusammen mit der stumpfen Antwort, die sein Nachbar ihm erteilt hatte. Der hatte den also gefragt, wie heißt denn eigentlich die da vorne? Er wollte wissen, ist das die Rosa Fröhlich? Und der sagt zu ihm, ja, woher soll ich das wissen? Die haben ja alle naselang andere Namen hier, die Mädchen, ne? Also es bildete sich in ihm Unmut, das Gefühl, verschlagen zu sein in eine Welt, die die Verneinung seiner selbst war. Und ein Abscheu, der aus seinem Innersten kam, vor Menschen, und jetzt können wir mal an das denken, was der Herr Rothenbusch eben gesagt hat, die nichts Gedrucktes vor die Augen nahmen und die in einem Konzert saßen und nicht das Programm gelesen hatten. Es nagte an ihm, dass hier mehrere hundert Personen beisammen sein konnten, die nicht aufmerkten, ne? Sein Lieblingswort, aufgemerkt jetzt, die nicht klar dachten, die also den Geist ausgeschaltet hatten, die sich vielmehr berauschten und ohne Scham noch Furcht sich den müßigsten Nebendingen hingaben. Er tat einen heftigen Zug aus seinem Glase. Wenn die wüssten, wer ich bin, dachte er darauf. Indes sein Selbstgefühl sich des Widerhaarigen entkleidete, milde und wohlig ward und ein wenig verschwommen. Sie merken also, das hat Macht über ihn. Er möchte zwar rebellieren, aber diese Menschen in diesem Raum, dieses gemeinsame Aufgehen in dieser Vergnügung, die sie da erleben, die greift ihn doch an und nimmt ihn auch ein Stück weit mit. Denn da heißt es, milde und wohlig und ein wenig verschwommen, angeblasen von warmen menschlichen Ausdünstungen, dieser Dampfheizung mit Blut. Wunderbare Beschreibung, wie sich seine Grenzen langsam auflösen, wie der Verstand sich ausschaltet, er auf so eine andere Ebene kommt. Und jetzt passiert was ganz Witziges, er applaudiert sogar, er klatscht. Auf einmal kommt es unbewusst aus ihm heraus, er fühlt sich wohl. Und in diese Seligkeit hinein platzt jetzt mehr oder weniger das Realitätsprinzip in Form von Kieselack. Kieselack, er sieht ihn nur und sofort beginnt die Jagd wieder. Und das ist jetzt eine schöne Szene, weil er folgt ihm in die Garderobe. Er brüllt noch im Vorfeld ins Kabuff, ins Kabuff. Und das Kabuff, das wissen Sie, ist in der Schule die Garderobe, in die er gerne, ne, als eine Art Gefängnis benutzt, die Schüler einsperrt. Und an diesem Ausdruck allein merken Sie wieder das stereotype Handeln. Er kann gar nicht anders als auf seinem Gleis. Ne? Immer, immer da. Und ein schöner Satz, ehe Unrat es sich versah, stand auch er drinnen. Also wunderbar, beide Male passiert es wie von außen. Auf einmal ist er im Tingeltangel und auf einmal ist er in der Garderobe. Wunderbare Szene, die auch schön aufgebaut ist. Er rennt hinter diesem Schüler her, weil der aus dem Fenster springt und versucht jetzt selber da hochzukommen, was er aber nicht schafft. Und dann sagt eine Stimme hinter ihm, und wir wissen dann, es ist die bunte Frauensperson selber, die da zu ihm spricht, die sagt also, nur Mut, Sie sind ja sonst ein kräftiger junger Mensch. Und das ist der erste Kontakt mit Rosa Fröhlich. Und dieser Dialog ist auch wunderbar. Also wir können nur nicht alles lesen, aber er fragt sie ja, ob sie eben da arbeitet und sagt sie, originelle Frage, bemerkte sie. Drum denn? Und so geht das immer weiter.
So, das sind Schüler, sagt er, und sie verführen sie. Und jetzt wird er wieder so richtig seiner Rolle sich bewusst und er sagt, ich rate Ihnen, verlassen Sie mit Ihrer Gesellschaft diese Stadt. Ziehen Sie in großen Tagesmärschen davon, denn sonst, und er erhebt seine Stimme, werde ich alles dran setzen, Ihnen Ihre Laufbahn zu erschweren und so weiter und so weiter. Und er wird die Polizei benachrichtigen. Und dann sagt sie, mein Gott, was ist mit Ihnen los? Ich habe überhaupt kein Problem mit der Polizei und ich sollte die mal rufen, damit die Sie abholen kommen. Ne? Und jetzt kommt für mich die Schlüsselszene des Romans. Und das würde ich Ihnen gerne mal vorlesen. Und hören Sie mal genau zu. Unrat hatte, während sie sprach, anfangs noch zu Worte zu kommen versucht. Allmählich wurden von dem Schwung ihres Willens seine fertigen Gedanken, die schon zwischen den Kiefern hervordrängten, zurückgestoßen bis in seine Tiefe, wo sie ihm selbst verloren gingen. Er erstarrte. Sie war kein entlaufener Schüler, der sich widersetzen wollte und sein Leben lang unter die Fuchtel gehörte. So waren alle in der Stadt, alle Bürger. Nein, sie war etwas Neues. Aus allem, was sie seit dem Zusammentreffen mit ihm gesagt hatte, sammelte sich jetzt nachträglich der Geist und wehte ihn an. Ein verwirrender Geist. Sie war eine fremde Macht und augenscheinlich fast gleichberechtigt. Er hätte zum Schluss, wenn sie eine Erwiderung verlangt hätte, keine mehr gewusst. Etwas anderes entstand in ihm. Es fühlte sich an wie Achtung. Für mich ist das die Schlüsselszene des Romans, weil wir in diesem Augenblick von ihm erfahren, dass er sich in sie verliebt. Weil was heißt Liebe? Was bedeutet Liebe? Liebe bedeutet zuallererst mal keine Hierarchie. Keine Hierarchie. Kein unten und kein oben. Liebe bedeutet zwei in Augenhöhe, gleichberechtigt, gleichwertig. Liebe bedeutet, den anderen nie zu instrumentalisieren. Liebe bedeutet, ihn als selbstbestimmtes, eigenständiges Wesen anzuerkennen. Liebe heißt nicht besitzen wollen. Alles das, was er später macht, er fällt ja wieder zurück in die Strukturen, die er internalisiert hat. Nämlich in die hierarchischen Strukturen. Und er benutzt Menschen und er vernichtet Menschen. Aber hier ist dieser eine einzige Augenblick, wo er merkt, die ist gleichberechtigt. Wir sind auf Augenhöhe und es ist Achtung. Also ein wunderschöner Moment, von dem später noch zu sprechen sein wird. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, aber diese zwei neuen Personen, die machen Spaß in der Umkleide. Das ist dieses etwas dickliche Künstlerpaar, das da immer auf die Bühne geht. Eine sehr, sehr schöne Szene. Ihm fällt der Hut runter und dann heißt es, sie, also diese dicke Künstlerin, nahm ihm seinen Maurerhut vom Schoß, reinigte ihn, glättete sogar die Krempe, rückte ihn liebevoll auf Unrats Kopf zurecht. Und dann heißt es, aber er empfand diesmal etwas anderes als die unlustige Anerkennung des Gewalthabers für geleistete Pflichten. Er fühlte sich hier von Leuten, denen er trotz der Nennung seines Titels offenbar noch inkognito gegenüber saß, mit eigentümlicher Wärme angefasst. Ihnen verdachte er ihre Respektlosigkeit nicht. Er entschuldigte sie, es fehle ihnen sichtlich jeder Maßstab und entschuldigte damit auch die Lust, die er selber spürte, von der Widersetzlichkeit der Welt einmal abzusehen, in seiner gewöhnlichen Gespanntheit nachzulassen. Und jetzt kommt ein wunderbares Wort, abzurüsten, sei es nur auf ein Viertelstündchen.
Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, weil Sie vorhin gesagt haben, Sie können diesen negativen Menschen nicht ertragen. Aber hier zumindest habe ich, wenn ich das lese, ein Gefühl für ihn, weil ich merke, der sehnt sich ja unendlich nach dieser menschlichen Wärme und er möchte ja auch so gerne ein anderer sein. Er möchte ja gerne abrüsten. Also, und wir hören so ein bisschen, wie diese Garderobe aussieht. Beschmutzte Handtücher, Blumensträuße, Weinflaschen, viele Gläser, Büchsen mit allerlei Fetten, Notenblätter und natürlich, was nicht fehlen darf, Korsetts. Es sind abenteuerliche Kleidungsstücke. Die liegen also überall herum und das ist für ihn natürlich schon also eine erste Herausforderung. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, diese Lola Blau hat kaum was an, nicht Lola Blau, sie heißt ja Rosa Fröhlich, hat kaum was an, stellt ihren Fuß auf den Stuhl und fängt an, ihr Kleid vor seinen Augen zu nähen. Unrat sah es nicht selbst, so viel unternahm er nicht, er erfuhr es nur durch den Spiegel, dem sie zugekehrt stand. Daraus ging bei Unrats erstem gehetzten Hinsehen hervor, dass auf ihren langen, sehr langen schwarzen Strümpfen feilchenblaue Stickerei war. Eine Weile wagte Unrat nichts mehr. Dann machte er die angstvolle Entdeckung, dass ihr zwischen den Maschen eines schwarzen Netzes blau hervorschimmerndes Seidenkleid nicht einmal bis unter die Achseln reichte. Und dass, so oft sie mit Nadel und Faden weit in die Luft fuhr, in der Höhle unter ihrem Arm etwas Blondes erschien. Darauf sah Unrat nicht mehr hin. Also, der ist völlig benommen von dieser Frau, der alle Prüderie fremd ist. Ne? Die gibt sich da also sehr gelassen und sehr erotisch stimulierend, würde ich mal sagen. Und was witzig ist, die parallel geschaltete Szene auf der Bühne. Von daher kommen immer, wie es heißt, kurze, gestöhnte Laute, heiser und verfettet, Ächzen und Klirren und zwei schwere Plumpse. Also das läuft so parallel. Und jetzt gucken wir uns die Rosa mal so ein bisschen an. Er muss natürlich immer wieder hinsehen. Und was verwirrt ihn? Ihre Buntheit. Ihre Buntheit. Sie ist so rosig und dann hat sie so was Grünes im Haar, so ein verborgenes Diadem. Und die Augen sind ganz schwarz und kühn. Und im Gesicht hat sie ganz viele Farben, natürlich rote Lippen, Leuchtkraft. Und dann hat sie noch eine blaue Schleife am Hals. Und jetzt kippt die Beschreibung so ein bisschen, weil die Stoffblumen auf ihrem Rock, die nicken mit toten Köpfen. Der Lack blätterte von den Schuhen ab, zwei Kleckse waren auf ihren Strümpfen und die Seide ihres kurzen Kleides schillerte aus ermatteten Falten. Und so geht das noch ein bisschen weiter. Also Sie merken, es ist so ein bisschen abgetakelt. Das Ganze, aber natürlich auch sehr frivol, sehr sinnlich. Und sie lachte los über die Welt und über sich selbst. Und sie ist natürlich eine Verführerin, weil schon gleich berührt sie seine Knie mit den Fingerspitzen. Und jetzt trinkt er den Wein seiner Schüler und hört jetzt etwas von Lohmann und selbst sie merkt, dass das ja wohl eine Obsession ist, weil da sagt sie, fangen Sie wieder davon an, das muss ein sanfter Wahn von Ihnen sein. Und das zeigt, dass sie eigentlich recht sensibel ist, dass sie das sehr schnell spürt. Naja, und jetzt haben wir so eine Szene, die gibt es beim kleinen Herrn Friedemann auch, wenn Sie sich erinnern, ach, der sitzt mit der Gerda von Rindlingen in der Oper und sie bückt sich und da heißt es bei Thomas Mann, einen Moment lang atmete er den warmen Duft ihrer Brust ein. Und auch sie hier hält ihm unerwartet, wie es heißt, ihre Brüste vor, tastet dabei noch mit ihren leichten Fingern, wie es immer wieder heißt, unter seinen Kinn. Und da ist natürlich, ach Gott, sie macht noch einen Mund wie zum Saugen. Also mehr geht ja gar nicht. Und er schmilzt natürlich dahin.
und er fragt sie jetzt noch, welchen Schüler die Sinn am liebsten hat, und jetzt schmeichelt sie ihm und sagt: Wer sagt Ihnen, dass ich von den dummen Jungen überhaupt einen mag? Wenn Sie wüssten, unser einer, all die Windbeutel gebe ich mit Freuden hin für einen besseren Mann in reiferen Jahren, dem es nicht bloß wegen dem Amüsieren ist, sondern mehr wegen dem Herzen und wegen dem Reellen. Das wissen die Männer man nicht, setzte sie hinzu mit leichter Trauer. Interessant ist, was die Liebe aus den Jungens macht oder wie diese drei jungen Männer die Liebe wahrnehmen. Kieselack ist der, der mit ihr eine Affäre hat und für den Liebe vor allen Dingen die Befriedigung seiner Wünsche ist. Er wollte sie haben, er hat sie gekriegt. Unser Lohmann, haben wir schon gesagt, für den ist Liebe vor allem Sehnsucht. Er liebte die Dinge um ihres Nachklanges willen. Er will sie nicht besitzen, überhaupt gar kein bisschen. Er sagt später, die körperliche Liebe ist sowieso widerlich. Also das will er nicht. Und von Erzum, der sie ja abgöttisch liebt, da ist es ganz interessant, der erlebt das Moment der Selbstwahrnehmung durch diese Liebe. Weil da heißt es: Erzum, von weiter Nacht und Sternen leichter gemacht, fand in seinem Sinn glänzende Auswege in die Freiheit, heraus aus diesem Bürgernest und aus der staubigen Anstalt, wo sein großer ländlicher Körper in lächerlichen Fesseln saß. Denn er war dessen jetzt, seit er sie liebte, gewahr geworden, dass er sich lächerlich ausnahm auf der Schulbank, an einer falschen Antwort stotternd, den Stiernacken geduckt, hilflos, weil der hochschultrige Schwächling auf dem Katheter ihn giftig anschielte und dazu fauchte. Alle seine Muskeln, von denen man hier Zahmheit verlangte, sehnten sich danach, belastet zu werden, drängten ihm mit seinem Schwert und einem Dreschflegel um sich zu hauen, ein Weib über seinem Kopf zu schwingen, einen Bullen am Horn zu packen. Also das alles wird ihm klar, seit er Rosa Fröhlich liebt, dass er da überhaupt nicht hingehört. Und von dem Lohmann hören wir eben in Bezug auf die Liebe, dass er diese Frau Konsul Bredput lebt, ich habe es schon gesagt, die er nur durch Türspalten hinweg beobachtet, die er mit den Liebhabern sieht. Und Sie erinnern sich vielleicht, ich habe es gesagt, er ist so ein leichter Dekadent, der ist auch etwas todessehnsüchtig. Er hat eine Flinte präpariert, dass wenn irgendwann rauskommen sollte, dass seine Liebe zu dieser Frau existiert, dann würde er sein Leben beschließen. Eine alte Flinte, mit der er auf dem Kornspeicher nach Ratten jagte, lag bereit. So, und jetzt gucken wir mal weiter. Das ist jetzt das sechste Kapitel mittlerweile. Die Verwandlung, die jetzt mit unserem Unrat vor sich geht, ist natürlich klar. Ihn interessiert letztendlich weder die Schule, weder die Literatur. Die Garderobe der schönen Rosa Fröhlich wird sein Lebensmittelpunkt. Er kleidet sie an und er kleidet sie aus und er schminkt sie. Da heißt es hier: Er macht das alles mit sachverständigen Miene und sie konfrontiert ihn unentwegt mit ihren erotischen Reizen. Und da gibt es noch so diese schöne Szene, dass diese Frau Kiepert sagt: Der kann dich auch mal anziehen. Und dann sagt sie: Meinst du, das geht, dass ich hier so nackig vor ihm stehe? Ach, sagt die, na klar, der hat doch schon eine nackte Frau gesehen. Und da heißt es dann: Er steht da, müssen wir uns die Szene mal vorstellen, sie wird angezogen und dann sagt diese Frau Kiepert: Da, halten Sie das mal. Und er hat vorher gesehen, dass sie eine knielange schwarze Seidenhose trägt, keinen Unterrock, was ihn also schon ganz irritiert hat. Und jetzt sagt die zu ihm: Halten Sie das mal. Unrat nahm es, ohne zu wissen, was es war. Es war schwarz, ließ sich ganz klein zusammendrücken und fühlte sich merkwürdig warm an. Warm wie ein Tier. Plötzlich entwischte es seinen Händen, denn er hatte durchschaut, warum es so warm war. Es war die schwarze Hose. Also das ist schon auch von Frau Kiepert natürlich ordentlich verführerisch sozusagen
gemacht, damit er auch ja drauf reinfällt. Und jetzt kommt diese ganze Szene mit dem Mondlied, das sie singt, und er erlebt sich selber als wütend auf diese Männer, und er wird so wütend, dass er sagt: Ich mache dich jetzt zu meiner eigenen Angelegenheit. Und da heißt es, die Künstlerin Fröhlich war seine eigene Angelegenheit. Er hatte sie genehmigt, folgte aus den Kulissen ihren Leistungen, war mit ihr verknüpft und führte sie gewissermaßen selber vor. Man vergriff sich an ihm selbst, wenn man sich unterstand, sie nicht gelten zu lassen. So. Er hielt sich am Pfosten, sonst meint er hinausstürzen zu müssen, um mittels Drohungen, Handgriffen und Strafen die empörte Schar der entlaufenen Schüler zu Gehorsam zurückzugewinnen. Er spürt natürlich auch seine Machtlosigkeit, denn er konnte sie nicht zwingen, schön zu finden, was nach seinem Ermessen und Gebot schön war. Hier war vielleicht die letzte Zuflucht ihrer Widersetzlichkeit. Unratsdespotischer Trieb stieß hier auf die äußerste Grenze menschlicher Beugungsfähigkeit. Er ertrug es kaum. Er schnappte nach Luft, sah sich um nach einem Ausweg aus seiner Ohnmacht, wand sich unter der Begierde, so einen Schädel einmal aufzuschlagen und den Schönheitssinn darin mit krummen Fingern zurechtzurücken. Also, er übernimmt jetzt die Rolle des Beschützers, und es wird jetzt in dieser Rolle etwas fröhlich. Er trinkt sehr viel, und am Ende von diesem Kapitel wird unsere Rosa etwas schwermütig. Sie sagt ihm, dass sie eben auch ein hartes Leben hat. Das macht sie natürlich auch nicht einfach so. Sie hat so ihre Hintergedanken, und er reagiert darauf. Was sagt er? Das, was er bei Schülern nie gemacht hat. Genau das Gegenteil hat er gemacht. Aber hier sagt er: Ich werde versuchen, sie durchzubringen. So. Der Tyrann in der Schule wird jetzt immer mehr zum Sklaven in der Garderobe. Das haben Sie vielleicht gemerkt. Sie nennt ihn jetzt auch Unrat, aber das macht ihm so ein gewisses Lustgefühl. Die Lehrer versuchen, Einfluss auf ihn zu nehmen. Sie erinnern sich vielleicht, man spricht mit ihm, man legt ihm nahe, er soll doch da nicht mehr hingehen, aber er lässt sich da überhaupt nicht reinreden. Die Künstlerin steht unter seinem Schutz. Er ist der Alleinherrscher in der Garderobe, im Kabuff, wie es heißt. Und es kommt mit Rosa Fröhlich zu einem intimen Tête-à-tête. Und das ist natürlich für die drei Schüler, die das auch noch durch Schlüsselloch beobachten, die Katastrophe schlechthin. Aber die wahre Katastrophe ist, wie er hinterher auftritt, nachdem es geschehen ist. Und da heißt es, sie fanden ihn förmlich verjüngt. Mit der Krawatte hinterm Ohr, einigen offenen Knöpfen und den verwirrten Resten seiner Frisur hatte er etwas aus dem Gleise Geratenes. Schönes Wortspiel hier, ne? Er ist wirklich aus dem Gleise geraten. Verkommen Sieghaftes, ungeschickt Trunkenes. Bei dem Wort zuckt jeder Literaturwissenschaftler zusammen. Das ist natürlich für jeden Nietzsche-Liebhaber, wie Heinrich Mann einer war, immer ein Verweis auf Nietzsches trunkene Lied aus dem Zarathustra. Das wissen Sie alle, Lust will Ewigkeit, ne? Rosa Fröhlich hatte etwas Aufgeweichtes, Müdwarmes, Verkindlichtes, wie sie an ihn geschmiegt über den Tisch hing. Ihr Aussehen war eine Kränkung für jeden unbeteiligten Mann, weil es ein allzu entschiedener Triumph Unrats war. Also, er hat es geschafft. Und jetzt gehe ich mal in das 11. Kapitel. Das ist bei mir auf Seite 196. Er besorgt ihr jetzt schon eine Wohnung. Ne? Seine Wirtschafterin geht, weil sie das Elend nicht erträgt.
Stattdessen kommt eine Frau aus diesem Tingeltangel-Lokal und die ist im Grunde genommen eine Prostituierte, die bei ihm also lebhaft ihren Geschäften nachgeht. Weiß jemand, was sie anhat, als sie kommt vor Gericht? Genau, sie trägt ein graues Kostüm und einen dezenten Hut, was darauf hinweist, dass sie schon eine kluge Frau ist, die auch weiß, wann sie sich wo wie zu benehmen hat. Ne? Aber was herauskommt bei diesem Gerichtsprozess ist, wenn wir mal auf die gesellschaftskritische Ebene gucken, dass die aus der höheren Klasse verschont bleiben, Lohmann und von Erzum, und dass der Niedere, der Kieselack, rausfliegt. Das ist die gesellschaftskritische Ebene. Aber auf der Ebene der Beziehung zwischen Unrat und der Rosa Fröhlich kommt heraus, dass sie eine Affäre mit Kieselack hatte. Und das wirft ihn total zurück und er leidet unsäglich. Er leidet zum ersten Mal in seinem Leben, weil es heißt, er wusste ja noch nicht mal, was Freundschaft ist. Geschweige denn, was Liebe ist. Und er leidet und leidet und Sie erinnern sich vielleicht, es kommt der Pastor Quintjes oder Quintjens heißt er und versucht ihn zu trösten und sagt, naja, das ist doch nur so eine und wir hatten die doch alle mal, sogar ich als Student, ich war doch auch mal jung und solche Dämchen, die braucht man nicht. Und das ist der Moment, wo unser Unrat so aus dem Elend wieder herauskommt und sagt, sprechen Sie eigentlich von der Künstlerin Rosa Fröhlich? Und der sagt, na klar, dann aber mal halblang, weil diese Dame steht unter meinem speziellen Schutz. Und Sie erinnern sich, er will zu ihr und gleichzeitig ist sie auf dem Weg zu ihm. Und das glauben wir ihr auch, weil sie wollte ihn unbedingt wiedersehen. Sie sagt es auch an einer Stelle, so einen lasse ich doch nicht gehen. Ne, der sich um mich kümmern will. Und jetzt beginnt eine schöne Zeit für sie beide. Sie gehen zusammen ins Sommertheater, sie lassen sich draußen sehen und da ist eine schöne Stelle. Allmählich sah sie ein, dass er recht gehabt hatte und dass sie dies und noch mehr wert sei. Er sagt ihr ja immer wieder, dass sie wertvoller ist als all diese anderen. Ne? Unrat wiederholte ihr so standhaft, wie hoch sie stehe und wie wenig die Menschheit ihren Anblick verdiene, dass sie endlich anfing, sich selbst sehr ernst zu nehmen. Es hatte sie noch niemand so ernst genommen und darum auch sie selbst nicht. Sie war dem dankbar, der es sie lehrte. Sie fühlte, dass sie sich bemühen müsse, ihrerseits den Mann recht hoch zu schätzen, der ihr eine solche Stellung erwies. Und jetzt kommt ein ganz schöner Satz. Sie tat mehr. Sie strengte sich an, ihn zu lieben. Und an dieser Formulierung merken Sie schon, dass es natürlich keine Liebe ist. Und es wird auch keine. Obwohl sie Griechisch lernt, obwohl sie Latein lernt, weil sie merkt, das macht ihm Freude. Sie kann ihn nicht lieben und sie wird ihn nicht lieben. Er will sie sogar heiraten und jetzt kommt eine schöne Szene, wo er auf die Straße geht und ein Kind kommt auf ihn zu, das Kind nimmt ihn nicht an die Hand. Das Kind kommt auf ihn zu und sagt, komm nach Haus, Papa. Ich weiß nicht, wie Sie reagieren würden, wenn Sie gerade jemanden gefragt haben, ob Sie heiraten wollen und dann kommt ein Kind und sagt, geh mit mir nach Hause, Mama, oder geh mit mir nach Hause, Papa. Er auf jeden Fall, und das finde ich ganz wunderbar, er nahm es einfach. Das Kind hält ihm die Hand hin und er nimmt es einfach. Was sagen Sie dazu? Ist das so ein Moment, wo Sie für ihn auch nur so einen Funken Mitgefühl entwickeln? Also es rührt Sie auch, ne? Ja. Mhm. Ja gut, also er nimmt Sie an die Hand und jetzt beginnt ja im Grunde genommen der lang angelegte Showdown. Sie fahren zweimal in Urlaub. Das Ganze spielt übrigens, was würden Sie sagen, in welcher Hafenstadt? In Lübeck natürlich. Und wo findet der Urlaub statt? Da, wo
Genau, wo Toni Buddenbrock auch ihren Urlaub verbracht hat, in Travemünde. Zweimal gehen sie in Urlaub und zweimal bildet sich das, was als Rotte-Unrat bezeichnet wird. Und sie kommen nach Hause und führen dieses Geschäft weiter. Was ist das für ein Geschäft? Das hat mit Prostitution zu tun, das hat mit Glücksspiel zu tun und mit Aussaugen derer. Aber, und das ist die Doppelmoral der Stadt, innerhalb der Stadt sind alle hochmoralisch, die Villa ist außerhalb der Stadt gelegen, da tobt sozusagen das Leben und alle toben mit. Und jetzt würde ich gerne mal so ganz langsam zum Schluss kommen, weil wer ist am Ende da? Ein Mann kommt zurück. Wer ist das? Lohmann. Und Sie wissen, unser Mann, unser Held hat gesagt, du kannst alle Männer haben. Er kann ja damit leben. Er hat sich damit abgefunden. Aber einen nicht. Und das ist Lohmann. Das ertrage ich nicht. Und Sie haben ja gemerkt, unsere Rosa Fröhlich freut sich ja unglaublich, dass sie einen Karrieresprung macht. Sie wird Frau Professor. Das findet sie ja unglaublich. Ne? Sie bemüht sich auch, dieser Rolle gerecht zu werden, aber sie verwandelt sich nicht innerlich. Sie bleibt im Grunde genommen die, die sie ist. Und sie treibt es mit all den Männern, die ihr gefallen. Und wie gesagt, er sagt ihr, den darfst du nicht. Und Lohmann kommt zurück. Lohmann war mittlerweile im Ausland. Lohmann ist noch schöner geworden, noch gebildeter geworden. Und sie kann gar nicht anders, als sich den zum Ziel zu setzen. Den will sie haben. Sie geht mit ihm ins Café und da wird so ein bisschen getechtelmechtelt. Und dann sagt sie auch ganz schnell, er könnte ruhig heute Nachmittag kommen. Da wäre der Ehemann nicht da. Und er kommt und das Drama nimmt seinen Lauf. Der Ehemann kommt zur Tür herein und was passiert? Zeter und Mordio erwürgt die geliebte Ehefrau, die flüchtet ins Nachbarzimmer. Und jetzt kommt etwas unglaublich Abstruses. Und das ist genauso grotesk wie die ganze Schilderung dieses Mannes. Was tut er? Er stiehlt das Portemonnaie von Lohmann. Der hat das auf den Tisch gelegt, weil er was bezahlt hat für Rosa Fröhlich. Er stiehlt es und rennt davon. Und was macht jetzt unser Lohmann? Er sagt, da muss die Polizei herkommen. Und da merken Sie, aus diesem Ästheten, der er mal war, diesem etwas weltfremden, todessehnsüchtigen jungen Mann, ist ein ganz bürgerlicher Mensch geworden, der zwar über Geist verfügt, über Umgangsform, der aber auch ein ganz klares Rechtsbewusstsein hat. Und jetzt kann man sich fragen, was ist das für ein Verbrechen, was der hier begeht? Und das eigentliche Verbrechen, was meiner Meinung nach dieser Professor Unrat begeht, ist, dass er die Liebe nicht genutzt hat, um sich zu verwandeln. Weil die Liebe ist das einzige Moment im Leben eines jeden Menschen und vor allem in der Literatur, wo etwas passiert mit uns. In jedem Entwicklungsroman ist die Liebe der Kristallisationspunkt, wo aus dem Menschen etwas anderes hervorkommt. Hans Castorp, nachdem er Madame Chauchat liebt, wird ein ganz großer Denker, interessiert sich für Philosophien, unterhält sich. Sogar Dietrich Hässling im Untertan, dieser widerliche Charakter, ist kurzzeitig verliebt in Agathe, heißt sie, glaube ich, oder Agnes, Agathe. Und was macht er? Er schreibt Gedichte für sie. Er kommt auf wunderbare Ideen. Was Unrat versäumt, ist zu lieben. Sich durch die Liebe verwandeln zu lassen, das kann er nicht, das schafft er nicht. Er schafft diesen Sprung nicht. Warum kann man nicht sagen, er bleibt dieser Menschenhasser, der er ist. Und das wird ihm zum Schicksal.
Es gelingt im Roman nicht gesellschaftlich, die Hierarchien aufzubrechen, weil wir haben es mit dem Wilhelminismus zu tun und Sie wissen alle, der hörte erst auf nach dem Ersten Weltkrieg, nach der Katastrophe. Aber auch in der Liebe gelingt es in diesem Buch nicht, diese Strukturen zu, ja, ich sag jetzt mal, zu zerstören oder zu desavouieren. Die Liebe zu nutzen, um zu wachsen, um ein anderer zu werden. Und das ist im Grunde genommen die Katastrophe des Buches. Aber sie zeigt im Umkehrschluss, was es braucht, um eine Gesellschaft lebens- und liebenswert zu machen. Nämlich die Liebe nicht nur beim Einzelnen, sondern die Liebe auch als Teil eines gesellschaftlichen Systems, als soziale Kategorie. Denn nur die Liebe aller schafft das, was lebenswertes Leben bedeutet. Nämlich Liebe schafft Güte und Güte schafft Toleranz, Nähe zum anderen, Interesse am anderen, auch Flexibilität, Liebe schafft Weltoffenheit. Alles das, was in diesem autoritären System überhaupt nicht funktioniert hat und was für Heinrich Mann nur in der Demokratie funktionieren kann. Also soweit wäre das meine Interpretation, dass dieser Unrat es nicht schafft, dieser Liebende, der er doch so kurzzeitig war, zu bleiben und sich zu verwandeln. Im Untertan, das ist ja eine Soziogenese, die Heinrich Mann da schreibt. Der beschreibt ja uns ja, wie der von Kindheit an so geworden ist. Wir wissen ja nicht, hier geht es ja mit dem Erwachsenenalter los, wir wissen ja nicht, warum unser Unrat so geworden ist. Wir könnten ja jetzt psychologisieren, bringt uns aber nichts. Unrat ist so, wie er ist. Aber ich persönlich halte es immer mit Goethe, der hat gesagt, wir sind geprägte Form, die lebend sich verwandelt. Und das hätte er schaffen müssen. Und es gibt ein schönes Zitat von Heinrich Mann, das mag ich sehr. Da hat er in einem Brief an die Freundin Ines Schmid geschrieben, Unrat. Dieses lächerliche alte Scheusal, fühlt doch wenigstens die Liebe zur Künstlerin fröhlich, verteidigt sie gegen die ganze Welt, überhäuft sie mit all seiner wunden Zärtlichkeit. Und das bringt es für mich so auf den Punkt und deshalb bin ich jemand, die ihn sicherlich nicht mag, diesen Unrat, aber die so ganz viel Mitgefühl mit ihm hat, weil ich es so traurig finde und weil er eben für etwas steht, was in jener Zeit durch diese extreme, bis ins Mark hinein autoritäre Gesellschaft so weiter transportiert worden ist, weil diese lieblosen Väter haben lieblose Söhne, lieblose Kinder und immer so weiter. Und der Roman zeigt mir wirklich ex negativo, wie es anders sein kann und was unsere Aufgabe, unsere Pflicht ist. Und ich würde gerne schließen mit einem schönen Wort von Heinrich Mann auch. Ein Zeitalter wird besichtigt, da hat er das gesagt. Liebe macht nicht blind. Der trägste Geist, das unbegabteste Herz werden hellsichtig, werden klug, wenn sie lieben. Das Gefühl reinigt unser Gewissen und geht ihm voran. In diesem Sinne, danke Ihnen.